Hallo, liebe Fans, Freunde und alle Sympathisanten von unserem Verein. Wir wollten als Mannschaft ein riesen Dankeschön aussprechen für das bisher Erreichte. Wir haben jetzt knapp über 30.000 virtuelle Tickets für das Spiel im April schon verkauft. Und es ist, glaube ich, an der Zeit, dass wir weit mehr als ein Dankeschön an euch aussprechen können. Wir bewegen uns schon in die Richtung, dass es eine riesengroße Wertschätzung ist, was wir jetzt gemeinsam, vor allem ihr, erreicht habt. In nur wenigen Tagen diese Anzahl zu erreichen ist einfach unglaublich. Und noch viel wichtiger ist der Teil, dass zu einem Fußballverein nicht nur die 11 Spieler zählen, die Woche für Woche auf dem Platz stehen, nicht nur die 20 Spieler, die zum Kader der ersten Männermannschaft gehören. Da gehört so viel mit dazu. Und sei es der Staff, sei es die Organisation an den Spieltagen, die Leute, die Tag für Tag für unseren Verein im Hintergrund tätig sind. Und ihr natürlich als Fans, die Woche für Woche ins Stadion kommen, zu den Auswärtsspielen reisen, uns da einfach in einer immensen Art und Weise unterstützen und jetzt auf dieser Ebene in den schwierigen Zeiten auch wieder für uns, für den Verein da sind. Das ist eine Art von Wertschätzung, wo ich persönlich und wir als Mannschaft extrem stolz sind, ein Teil von dessen zu sein. Und ich hoffe, dass wir das einfach transportieren können, sobald die Saison wieder losgeht. Es weiß keiner, wie es in den nächsten Wochen oder Monaten weitergeht, ob wir die Saison zu Ende spielen oder ob sie abgebrochen wird oder ob die Saison verlängert wird. Sei mal dahingestellt, das haben nicht wir zu entscheiden, aber dass wir das, was wir jetzt erreicht haben, dieses Wir-Gefühl, diese coole, große Familie, die wir einfach sind, dass wir das mit in die kommende Saison nehmen und da einfach für uns ein anderes Ziel entwickeln, als zu sagen, okay, wir werden dieses Jahr Vierter, Fünfter oder Sechster, und dass wir nächstes Jahr wirklich reingehen mit dem Gefühl, wir wollen was ganz, ganz Besonderes, was ganz, ganz Großes für uns, für unseren Verein, für alle Mitarbeiter des Vereins erreichen und gerade für euch, damit wir euch einfach ein Stück weit auch was zurückgeben können, was ihr jetzt den Verein gebt. Und deswegen nochmal ein riesengroßes Dankeschön. Macht so weiter, dass wir das Stadion bald möglichst als ausverkauft für das Spiel vermelden können. Und auf der einen Seite steht der Fußball, steht die Erhaltung des Vereins und auf der anderen Seite natürlich die Gesundheit in der schwierigen Zeit, die wir aktuell haben. Deswegen nehmt es sehr ernst, bleibt gesund, achtet auf eure Freunde, auf eure Familien, auf eure Liebsten und versucht wirklich so gut es geht, die sozialen Kontakte einzuschränken. Bleibt, wenn möglich, zu Hause, dass wir bald wieder in das soziale Leben einkehren können. Und dann hoffe ich, dass wir uns alle gesund und gestärkt und total fit, wir auf dem Platz und ihr auf den Rängen, dass wir uns da gesund wiedersehen. Und in dem Sinne, bis bald.